Als die Wissenschaft Gott fand. Ich habe mir nie viel aus Religion gemacht. Ich meine, die alten Gleichnisse und philosophischen Erkenntnisse von Menschen, die zwei Jahrtausende von der Gegenwart entfernt sind, haben durchaus etwas für sich. Ich mag vor allem die apokryphen Schriften und natürlich die alles überstrahlende Bibel, wenn auch nur wegen der interessanten Storys. Sogar einige der Grundsätze, wie zum Beispiel die Betonung starker Familienbande und moralischer Werte, kann ich nachvollziehen. Aber wenn es um ein riesiges allgegenwärtiges Wesen geht, das alles erschaffen hat und uns bedingungslos liebt und jeden unserer Schritte von unsichtbaren Ebenen aus überwacht, dann weiß ich nicht so recht. Ich bekenne mich immer noch nicht zu einer bestimmten religiösen Lehre, aber mit dem, was ich jetzt weiß. Nun, sagen wir einfach, der Titel Atheist wäre ein wenig unaufrichtig. Meine Fahne in diesem Lager zu hissen, würde allen meinen Grundsätzen der wissenschaftlichen Methode und der Beobachtung aus erster Hand widersprechen. So sehr ich mich auch bemühe, ich kann nicht in gutem Glauben leugnen oder widerlegen, was ich selbst erlebt habe. Das, was wir entdeckt haben, als Gott zu bezeichnen, mag sich als wenig hilfreich oder ungenau erweisen, aber es lässt sich nicht leugnen. Wir haben etwas gefunden. Die Wissenschaft ist zuweilen zu einer Art monolithischen und unfehlbaren Institution geworden. Allzu oft wird sie als Trumpfkarte eingesetzt, um alles zu negieren, was sich nicht in das vorherrschende Narrativ einfügt. Allzu oft werden haarsträubende Behauptungen in der Luft zerrissen, weil es keine Maßstäbe gibt, um sie richtig einordnen zu können. Bei allem Guten, das sie ohne Zweifel gebracht hat, ist die Wissenschaft immer noch nicht absolut und wird es auch nie sein. Nichts ist absolut. Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für das Fehlen von Beweisen. Und was dort draußen in dem Labor tief unter den gefrorenen Straßen Stockholms geschah, steht nun als Zeugnis in meinem Leben für all die Unternehmungen, die die Menschheit noch vor sich hat. Es dient mir als Anker, und wenn ich jemals in die glückselige See der kognitiven Dissonanz abdrifte, ist es da, um mich daran zu erinnern, wie klein und naiv ich wirklich bin. Ich schloss mein Studium an der UCLA mit einem Bachelor in Physik ab, und dann bot sich mir eine unglaubliche Chance. Einer meiner Professoren hat ein gutes Wort für mich eingelegt und ich wurde von einem Labor in Stockholm kontaktiert und bekam ein Praktikum angeboten. Sie waren offensichtlich von meiner Diplomarbeit beeindruckt, die sich mit dem Thema Stringtheorie und der mathematischen Anwendung auf universelle Prozesse beschäftigte. Ich nahm das Angebot natürlich ohne zu zögern an. Daraufhin entwurzelte ich meinen kalifornischen Lebensstil und zog um die halbe Welt in den kalten Norden Schwedens. Auf die Kälte war ich nicht vorbereitet. Die meisten meiner Sommer verbrachte ich in Badehose an den Sandstränden von Santa Monica und faulenzte in der Sonne. Schweden hätte genauso gut ein anderer Planet sein können. Im Winter sanken die Temperaturen auf knochenkalte minus 30 Grad. Zu meinem Glück hatte ich eine wunderbare Gastfamilie, die mir half, mich zu akklimatisieren und in Valhalla zu integrieren. Ich wurde in das Team aufgenommen und begann langsam mit dem mühsamen Prozess mit der Gruppe zu verschmelzen. Sie waren alle unglaublich freundlich und aufgeschlossen, aber das Gefühl von meinen Kollegen, haushoch in den Schatten gestellt zu werden, war zermürbend. Das Projekt bestand aus über 50 Männern und Frauen, die allesamt zu den Besten gehörten, die die Welt zu bieten hatte. Sie stammten aus Deutschland, Japan, Polen, Hongkong, Südkorea und vielen anderen souveränen Staaten. Es war ein Schmelztiegel der Intelligenz, sie in ihrem Element zu sehen und die Art und Weise zu bewundern, wie ihr Verstand sich über unsinnige Themen hinwegsetzte, um direkt in den Kortex der Realität einzudringen, war unglaublich und ziemlich einschüchternd. Das erklärte Ziel der Gruppe war es, das Verhalten von Teilchen und den subatomaren Bereich zu untersuchen, um die komplexe Welt der theoretischen Energiematrizen weiter zu entschlüsseln. Im weiteren Verlauf stellte die Gruppe auch Ressourcen für die Entwicklung von Instrumenten zur Beobachtung und Entschlüsselung der Quantenverschränkungshypothese und der bereits erwähnten Stringtheorie bereit. Diese Prinzipien steckten damals noch in den Kinderschuhen und niemand von uns konnte sich die enorme Tragweite der Dinge vorstellen, die da kommen sollten.
Das Labor verfügte über einen eigenen Teilchenbeschleuniger, vor dem ich vom ersten Tag an wie besessen war. Die meisten konkreten Daten wurden jedoch vom Labor in Genf übermittelt, wo sich der große Hadronenspeicherring befindet, der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Ich hatte sogar einige Male die Gelegenheit, diese großartige Maschine persönlich zu sehen. Es hat mich immer wieder verblüfft, zu welch unglaublichen Leistungen man fähig ist, wenn das Streben nach Wissen den Weg weist. Aber auch das genaue Gegenteil ist der Fall. Neugier ohne Empathie führt nur allzu oft zu Verbrechen gegen die Menschheit. Wie Sie vielleicht bereits wissen, war der große Hadronenspeicherring die erste Maschine, die in der Lage war, das als Higgs-Boson bekannte Teilchen zu synthetisieren. Bei der Maschine handelt es sich um einen Teilchenbeschleuniger, der in einer 27 Kilometer langen Schleife aufgebaut ist. Er nutzt einen Zustand des ewigen Vakuums und eine Temperatur, die kälter ist als die des Weltraums, um Teilchen auf 99% der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Die Teilchen kollidieren miteinander, was zu spektakulären Strahlungsausbrüchen und Ergebnissen führt, von denen man annimmt, dass sie denen des Urknalls ähneln, nur in viel kleinerem Maßstab. Durch diesen Prozess kann auch das berüchtigte Higgs-Boson synthetisiert werden. Manche nennen es das Gott-Teilchen, aber viele Physiker sind von diesem allmächtigen Namen wenig begeistert. Es ist jedoch in gewisser Weise passend, denn es ist allgegenwärtig und kann sich spontan manifestieren oder durch Prozesse, die noch nicht vollständig verstanden worden sind, entmaterialisieren. Es ist eine Art Brücke zwischen Materie und Antimaterie. Die Entität, die das Ätherische mit dem Körperlichen verbindet. Es ist der Ort zwischen Licht und Dunkelheit, der schwer zu definieren ist, denn wenn das Licht endet, beginnt der Schatten und andersherum. Der genaue Moment der Überschneidung ist schwer zu bestimmen, aber es gibt einen definitiven Moment, und dieser Moment ist das Higgs-Boson. Früher dachte man, dass Materie nur an einem Ort gleichzeitig existieren kann. Doch das Doppelspaltexperiment unserer Vorfahren bewies das Gegenteil. Mit einem Teilchenbeschleuniger wurden Protonen durch einen von zwei mikroskopisch kleine Spalte geschleudert. Man nahm natürlich an, dass die Protonen entweder durch Spalt A oder durch Spalt B laufen würden. Und bei direkter Beobachtung wurde ihre Annahme auch bestätigt. Als jedoch ein Imprint-Hintergrund installiert wurde, um die direkte Beobachtung zu umgehen, bemerkten sie ein merkwürdiges Detail. Die Teilchen erzeugten auf dem Abdruck ein sogenanntes Wellen- oder Interferenzmuster, das dem Plätschern eines Teiches glich. Dies bedeutete, dass die Teilchen mit sich selbst interferierten, während sie gleichzeitig beide und keinen der beiden Spalte passierten. Zunächst hielt man dies für ein falsches Negativ und eine völlige Unmöglichkeit, aber tausende von wiederholten Experimenten kamen alle zu demselben Ergebnis. Man konnte es nicht mehr leugnen. Materie kann an mehr als einem Ort gleichzeitig existieren. Und die Realität verändert sich allein durch unsere Wahrnehmung. Die Welt der Teilchenphysik ist eine seltsame Welt, deren Erhabenheit wir gerade erst zu erahnen begonnen haben. Manchmal müssen wir sogar unser begrenztes menschliches Verständnis der Dinge zurückstellen, um Dinge zu betrachten, die unser Verstand nicht begreifen kann. Dieser Gedanke war die Grundlage für alles, was die Gruppe zu erreichen versuchte. Sie wollte die Geheimnisse des subatomaren Universums entschlüsseln und die Realität selbst besser verstehen. Die Gruppe wurde exorbitant finanziert und hochmoderne Geräte wurden von großzügigen Sponsoren aus der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Meine Kollegen und ich begannen die Prozesse von Grund auf neu zu untersuchen. Dabei ging es in erster Linie darum, die Beschaffenheit der Protonen zu beobachten und dabei ein und denselben Prozess immer und immer wieder zu testen. Wir kamen nur langsam voran und hatten bald viele Misserfolge und Fehler zu verzeichnen, aber man kann kein Haus bauen, ohne ein paar Bäume zu fällen. Es dauerte Jahre, um einen Teil der Formel zu entschlüsseln, aber schließlich lernten wir, dass das Verhalten dieser Teilchen unter bestimmten Voraussetzungen vorhergesagt werden konnte. Sie konnten auch bis zu einem gewissen Grad gelenkt werden. Sie sind so programmiert, dass sie sich an verschiedenen Orten gleichzeitig aufhalten können, was ihnen die vermeintliche Fähigkeit verleiht,
an zwei Orten gleichzeitig zu existieren. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch eher um einen Ortswechsel durch mikroskopische Spalte im Higgs-Boson. Wir erkannten, dass es sich nicht um eine Reise nach, sondern um eine Reise durch handelte, durch die Struktur des Raums selbst. Mit elektrischen Reizen und koordinatenbasierter Geosynchronisation konnte man diese Teilchen so manipulieren, dass sie schneller als ein Wimpernschlag den Ort wechselten. Die verwendete Maschine war im Vergleich zu späteren Entwicklungen primitiv, aber ihr wahres Potenzial blieb uns nicht einen Moment verborgen. Im Laufe der Zeit wurde die Technik weiter verfeinert, vor allem in Bezug auf die Entfernung, über die die Teilchen übertragen werden konnten. Anfangs waren es nur ein paar Nanometer, aber schließlich konnten wir Teilchen über mehrere Meter übertragen. In diesem Prozess entstanden die ersten Entwürfe für eine völlig neue Art von Maschine. Es sollte eine Maschine sein, wie es sie noch nie zuvor gegeben hatte. Anstatt elektrische Impulse durch Schaltkreise und Drähte zu schicken, wurden sie direkt von einem Ort zum anderen übertragen. Drahtlose Energie wird durch den Raum übertragen. Dadurch wurden die Rechenkapazitäten erheblich verbessert und die Maschine konnte viel schneller agieren als alles bisher Dagewesene. Anfangs trat man der Maschine mit Skepsis gegenüber, aber mit der Zeit zeichnete sich die wahre Bedeutung ihres Potenzials ab. In Kombination mit einem geeigneten Prozessor und einer digitalen Schnittstelle begann sie bald Codes zu entschlüsseln und mathematische Chiffren in einem Bruchteil der Zeit zu übersetzen, die bisher dafür vonnöten war. Doch das war noch nicht alles. Mit einem Binärkonverter dauerte es nicht lange, bis die menschliche Physiologie selbst entschlüsselt und in praktische kleine Anagramme und einfache Formeln umgewandelt worden war. Dadurch war die Maschine bald in der Lage, menschliches Gewebe und Organe aus fötalen Stammzellen zu replizieren. Wenn man ihr rohe Biomasse zur Verfügung stellte, konnte sie ein Duplikat eines Herzens oder einer Lunge herstellen. Ein Duplikat, das genetisch nicht von der DNA des Spenders zu unterscheiden war. In einem Fall gelang es der Maschine sogar, einem amputierten Kriegsveteranen einen Arm nachwachsen zu lassen. Die meisten von uns dachten, dass das unmöglich funktionieren konnte, dass die Nervenenden an den Armen des Mannes nach so langer Zeit nicht mehr wiederbelebt werden konnten. Aber als ich nach 17 Stunden im OP sah, wie der Veteran nach der Transplantation und der Zellreanimation zum ersten Mal seinen neuen Finger bewegte, wusste ich, dass wir etwas Besonderes entdeckt hatten. Auch Krankheiten und Missbildungen konnten auf molekularer Ebene beobachtet und noch vor ihrem Entstehen ausgemerzt werden. Ein Virus oder ein Bakterienstamm konnte genetisch so umprogrammiert werden, dass er sich selbst angreift und zerstört, anstatt den Wirt. HPV, AIDS, der schwarze Tod, die Erkältung, Streptokokken, Tripper. Keiner von ihnen hatte auch nur den Hauch einer Chance gegen die unübertroffene Kraft der Maschine. Sie könnte sogar die menschliche DNS auf die gewünschten Proportionen umprogrammieren, überzählige Chromosomen entfernen und neuronale Bahnen wiederherstellen, um entropische kognitive Krankheiten wie Demenz und Parkinson rückgängig zu machen. Sogar vorgeburtliche Erkrankungen wie zerebrale Lähmung und Mikrozephalie waren dabei, fast vollständig ausgerottet zu werden. Es ging auch nicht nur um organisches Material. Die Maschine konnte einen Kohlenstoffblock nehmen und seine Isotope verändern, um Kohlenstoff 14 zu erzeugen und Radioaktivität auszulösen. Dies erwies sich als interessant für weitere Energiequellen, da die Maschine das Potenzial zeigte, eine eigene Brennstoffquelle zu schaffen. Aber es gab noch eine weitere relevante Entdeckung. Indem man die Anzahl der Protonen im Atomkern neu anordnete, wurde das Atomgewicht des jeweiligen Elements verändert, wodurch es zu einem ganz anderen Element wurde. Die Maschine hatte die Macht, die Bausteine des Universums selbst zu verändern. Sie konnte Kupfer in Gold und Brom in Jod verwandeln.
Ich glaube, in diesem Moment wurde uns zum ersten Mal die Tragweite dessen bewusst, was wir geschaffen hatten. Die Anwendungsmöglichkeiten der Maschine schienen endlos. Sie konnte Bücher schreiben, lebende Organismen klonen und sogar die Elemente unter unseren Füßen verändern. Sie war der Stein der Weisen, der heilige Gral und das allsehende Auge in einem praktischen kleinen Paket. Der Deus Ex Machina, der allererste Quantencomputer der Welt, war geboren. Eine wichtige Unterscheidung möchte ich machen. Entgegen den vorherrschenden Gerüchten war der Quantencomputer in Wirklichkeit keine KI. Er verfügte über eine Rechenleistung, die fast alles andere auf der Erde tausendfach übertrumpfte und über die Fähigkeit, fast jede ihm gestellte Aufgabe auszuführen, sofern die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden. Aus diesem Grund war es ihr nicht gestattet, selbst Entscheidungen zu treffen. Viele meiner Kollegen waren zu Recht nervös angesichts der Aussicht, dass eine künstliche Intelligenz irgendwie ein Bewusstsein erlangen und sich mit der Macht der Quantenmanipulation austoben könnte. Wir hatten wirklich keine Ahnung, wohin unsere Experimente führen würden. Und so wurde schon früh die Entscheidung getroffen, den Computer daran zu hindern, selbstständig zu denken und uns wie Skynet zu behandeln. Der Computer war ein Lasttier, das jede ihm gestellte Aufgabe freudig erledigte. Aber wir hatten die Zügel in der Hand. Damals begannen die ersten bürokratischen Schwierigkeiten. Viele Geldgeber für das Projekt und sogar einige meiner Teamkollegen hatten ihre eigenen Vorstellungen davon, wie die Maschine am besten eingesetzt werden sollte. Jede beteiligte Nation wollte die Maschine für sich selbst haben und ihre Ressourcen nach ihrem Gusto anzapfen. Mehrere Mitglieder der Gruppe verließen schließlich das Projekt oder wurden schlichtweg entlassen und versprachen, mit einem Bataillon von Anwälten im Rücken zurückzukehren. Ein Mann wurde sogar dabei erwischt, wie er versuchte, Daten aus dem Labor zu schmuggeln, und wurde daraufhin inhaftiert. Auch der amtierende Projektleiter wurde seines Amtes enthoben. An seiner Stelle übernahm Dr. Henrik Lundgren die Rolle des Einsatzleiters. Dr. Lundgren ist ein guter Freund und ein brillanter Kopf. Deshalb liegt mir sein Schicksal so sehr am Herzen. Es ist eine Tragödie, was ihm widerfahren ist, aber ich werde nicht so tun, als wäre er nicht für das Schüren der Flammen verantwortlich gewesen. Lundgren gelang es, die Lage zu deeskalieren und eine gespaltene Gruppe von Wissenschaftlern in Einklang zu bringen, die alle ihre eigenen Ziele verfolgten. Er traf die Entscheidung, den Computer in den Händen des internationalen Teams zu belassen und ihn für eine optimale Replikation und weitere Datenanalyse weiter zu untersuchen. Alle, die sich nicht daran hielten, wurden entlassen oder bei Bedarf physisch entfernt. Lundgren hatte jahrelang an der Entwicklung der virtuellen Fähigkeiten der Maschine gearbeitet und beschloss, dass es das Beste sei, mehr in sie zu investieren. Die Entwicklung dauerte Monate, aber schon bald war ein voll funktionsfähiges, The Sims-ähnliches Programm einsatzbereit. Es war unglaublich. Die Simulation war als exakte Kopie unserer eigenen Welt modelliert und enthielt alle koordinierenden Teile in ihr, alle Menschen, Tiere und Nationen. Es wurden bald erweiterte Kontrollgeräte entwickelt, die es uns ermöglichten, die Schöpfung des Computers aus erster Hand zu beobachten. Die von ihm geschaffene Simulation war so greifbar, dass niemand mehr wahrnehmen konnte, dass er sich überhaupt in einer Simulation befand. Die Versuchspersonen sahen ihre eigenen Angehörigen innerhalb des Programms und konnten sie nicht von ihren realen Gegenstücken unterscheiden. Ich habe es selbst ein paar Mal ausprobiert. Ich war über eine neuronale Cortex-Schnittstelle an den Monitor angeschlossen und ließ meinen Geist in die Simulation übertragen. Als ich aufwachte, sah ich das Sonnenlicht durch meine Jalousien scheinen und hörte draußen Autos. An den Wänden um mich herum hingen Poster von Harry Potter, Jojo, Akte X und vielen anderen. Ich erkannte sofort, wo ich mich befand. Es war das Haus meiner Kindheit, ein Apartmentkomplex in Sacramento. Meine Eltern waren beide da und verhielten sich so, wie sie sich auch im richtigen Leben verhalten würden. Mein Vater machte sogar neue abgedroschene Witze, die zu seiner Persönlichkeit passten. Es handelte sich jedoch nicht um eine Erinnerung, sondern um ein völlig neues Szenario,
das von meinem Verstand und der Quantensimulation erdacht wurde. Meine Eltern sind beide in der realen Welt verstorben und wieder Zeit mit ihnen zu verbringen war unbeschreiblich. Auch wenn es nur Simulationen waren, war die Erfahrung für mich zutiefst kathartisch. Am Ende verließ ich die Simulation unter Tränen, überwältigt von der Erfahrung und der Möglichkeit, noch einmal mit meinen Eltern zu sprechen. Das Ereignis war so aufschlussreich für mich, dass es mir sogar den Umgang mit ihrer Abwesenheit ein wenig erleichterte. Immerhin konnte ich jetzt jederzeit mit ihnen sprechen, wenn ich wollte. Ich merkte, dass ich die Matrix gar nicht mehr verlassen wollte. Dr. Lundgren befragte mich anschließend zu meinen Erfahrungen und ich erzählte nur zu gern, was ich gesehen hatte. Er hörte aufmerksam zu, nickte nur gelegentlich und antwortete wortkarg. Sein graues Gesicht zeigte ein Lächeln und seine Wangen wölbten sich vor Freude, aber seine Augen waren weit von der Gegenwart entfernt und besorgt. Einige Zeit später hielten wir eine Besprechung mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Lundgren stand vor der Gruppe und ging auf und ab, schweigend und in Gedanken versunken. Als er schließlich das Wort ergriff, hatte er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Er ging all das durch, was unsere kleine Gruppe erreicht hatte, und all die Dinge, die wir auf unserer Reise gelernt hatten, all die Wunder, die wir enträtselt und in digitale Kodierung übersetzt hatten, und all die Fortschritte, die wir gemacht hatten. Es war jedoch keine triumphierende Stimme, sondern eine düstere, als ob nichts davon wirklich von Bedeutung wäre. Dann stellte er erstmals seine Theorie vor. Wir hatten ein ganzes simuliertes Universum in der Hand, eine digitale Realität, die von einer von uns gebauten Maschine geschaffen und aufrechterhalten wurde. Eine Simulation, die so authentisch war, dass sie niemand von der Realität unterscheiden konnte. Und wenn wir die Macht hatten, so etwas zu erschaffen, woher wussten wir dann, dass unser eigenes Universum nicht das Ergebnis des gleichen Prozesses war? Woher wussten wir, dass unsere Realität nicht in Wirklichkeit nur eine Simulation war? Ein beunruhigendes Schweigen herrschte in der Gruppe, als Lundgren seine Rede beendete. Alle Anwesenden schienen stumm über die Idee nachzugrübeln, und eine merklich nervöse Aura lag im Raum. Danach wurde nicht mehr viel gesagt, aber das war auch nicht nötig. Wir hatten ein völlig neues Ziel. Als ich am nächsten Tag zur Arbeit zurückkehrte, bemerkte ich sofort, dass mehrere Kollegen das Projekt verlassen hatten, ohne sich auch nur zu verabschieden. Nur 7 von uns waren übrig geblieben, darunter auch der angesehene Henrik Lundgren. Er hatte sich jedoch verändert. Sein Optimismus und seine wissbegierige Haltung waren Ungeduld und Nervosität gewichen. Längeren Befragungen stand er ablehnend gegenüber, und ich konnte sehen, wie seine Theorie an seinem Verstand nagte, während er auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn wandelte. Zeitweise schien er am Rande einer katatonischen Psychose zu stehen. Er schwafelte und führte Selbstgespräche und verließ das Labor so gut wie gar nicht mehr. Wir nahmen uns eine neue Aufgabe vor, die Hypothese von Lundgren zu zerlegen und zu testen. Wir wollten die Fähigkeit entwickeln, die Grenzen unserer mutmaßlichen Simulation zu durchbrechen und über unsere eigene Realität hinauszugehen, um einen Blick auf das zu werfen, was auf der anderen Seite liegen mag. Nichts anderes schien zu diesem Zeitpunkt mehr von Bedeutung zu sein. Das Leben mag zufällig sein, das Bewusstsein auch. Ja, selbst komplexe Organismen wie der Mensch sind das Ergebnis genetischer Evolution und einer Portion Glück. Die Simulation jedoch ist nicht zufällig. Sie erfordert ein immenses Maß an Hingabe, Programmierung und Logistik, ganz zu schweigen von Energie und Wartung. Die Fähigkeit, digitale Welten zu synthetisieren, ist nicht etwas, das man erlernt oder durch Zufall erreicht hat. Es braucht Zeit, Ressourcen und Intelligenz, um es überhaupt zu versuchen, und selbst dann gibt es keinerlei Garantie,
Das einzige Konzept, das sofort vom Tisch war, war die Annahme, dass unsere mutmaßliche Simulation das Ergebnis eines natürlichen Phänomens oder einer zufälligen kosmischen Ausrichtung war. Wenn Lundgrens Hypothese stimmte und unser Universum tatsächlich eine Illusion war, dann musste jemand oder etwas hinter dem Vorhang die Fäden ziehen. So leistungsfähig der Quantencomputer auch sein mochte, er war nicht in der Lage, direkt in höhere Dimensionen zu blicken. Wie bereits erwähnt, nahm er nur Befehle von uns entgegen und konnte nur Aufgaben ausführen, die wir ihm schlüssig formulieren konnten. Wir erkannten recht früh, dass ein direkter Blick über die Grenzen des Universums hinaus wahrscheinlich nicht möglich war. Die einzige Möglichkeit war, eine Nachricht zu senden. Nach einigen Versuchen und Dutzenden von schlaflosen Nächten gelang uns schließlich der Durchbruch. Unsere Realität beruht auf Gesetzen. Gesetzen der Bewegung, Gesetzen der Anziehung, Gesetzen der Physik. Diese Gesetze können nicht versehentlich gebrochen werden, aber mit der Quantentechnologie können sie manipuliert werden. Viele glauben, dass intelligente Außerirdische erstmals auf die Menschheit aufmerksam wurden, als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen. Unsere Idee war im Wesentlichen die gleiche. Wir wollten zeigen, dass wir in der Lage sind, mit der Quantenwelt zu experimentieren, in der Hoffnung, eine Antwort von einem höheren Wesen zu erhalten. Wenn wir eines dieser Gesetze der Realität brechen oder verbiegen könnten, wäre der vermeintliche Urheber vielleicht gezwungen zu reagieren. Eine der früheren Entdeckungen, die wir gemacht hatten, war das Konzept der umgekehrten Zeit. Zeit ist eine Messung von etwas, das geschieht, und ohne etwas zu beobachten, ist Zeit bedeutungslos. Das Konzept macht nur Sinn, wenn Materie vorhanden ist. Die beiden Begriffe Raum und Zeit sind untrennbar miteinander verbunden, sowie Licht und Dunkelheit oder Wärme und Kälte. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Wo es Raum gibt, gibt es Zeit. Und wo es Zeit gibt, muss es Raum geben. Das Gegenteil von Materie ist nicht das Nichts, sondern Antimaterie. Ein wahres Nichts oder eine Leere, die nichts Substanzielles enthält, gibt es nicht. Es kann aufgrund der Natur der Existenz selbst nicht existieren. Antimaterie ist das unsichtbare Material, das unsichtbar wirkt und alle Lücken füllt, die die Materie nicht füllt. All das wird durch das Higgs-Boson zusammengehalten. Wenn es ein Gegenteil von Materie gibt, dann muss es auch ein Gegenteil von Zeit geben. Jede Aktion hat eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion. Und alle Reaktionen müssen proportional zur ausgeübten Kraft bleiben. Mithilfe des Quantencomputers waren wir in der Lage, Protonen in die Vergangenheit zu schicken. Sozusagen. Wir konnten sie an Orten existieren lassen, an denen sie vorher nicht existierten, indem wir dunkle Energiematrizen und die Überlagerung von Teilchen nutzen, um sie an zwei Orten gleichzeitig existieren zu lassen. Diese Entdeckung war bereits einige Zeit zuvor gemacht worden, wurde aber nie offiziell getestet. Sie wurde eingeschränkt und als unantastbar gekennzeichnet, da viele unserer Förderer zu Recht besorgt waren über die Aussicht, die Vergangenheit unbeabsichtigt zu verändern. Dies hätte einen Schmetterlingseffekt auslösen und die Gegenwart in Mitleidenschaft ziehen können. Man sagte uns zwar vehement, dass die Experimente mit der Zeitumkehr verboten seien, aber nun hatten wir einen legitimen Grund, uns doch damit auseinanderzusetzen. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit unsererseits, aber schließlich waren wir erfolgreich, als wir versprachen, die bisher größte Entdeckung zu enthüllen. Die Parameter wurden im Computer eingestellt, und das Labor wurde für die Operation vorbereitet. Ein einzelner Samen von Dianthus caryophyllus, ein Hybrid der Landnelke, wurde in einen durchsichtigen, verstärkten Behälter in der Mitte des Raumes gelegt. Das Exemplar lag auf feuchtem Harzpapier und aus seiner Schale
waren mehrere kleine grüne Ranken gesprossen. Die Idee bestand darin, den symbiotischen Stoffwechsel des Versuchobjektes umzukehren und es rasch in den Zustand einer Zygote zurückfallen zu lassen. Der Samen sollte seinen Lebenszyklus rückwärts ablaufen lassen und damit dem natürlichen Vorwärtsfluss von Leben und Zeit widersprechen. Die Parameter waren fertig und Lundgren stand neben der Maschine. Er blickte jeden von uns einzeln an, mit mürrischer Miene und einem nervösen Funkeln in den Augen. Zuletzt sah er zu mir und ich nickte. Lundgren holte tief Luft, rückte seine Brille zurecht und legte den Schalter um. Sofort begannen sich die Ranken im Inneren des Samens zurückzuziehen. Kurz darauf verschwanden sie in der Schale und der Samen schrumpfte bis zu dem Punkt, an dem er nicht mehr sichtbar war. Der Computer meldete, dass die Aufgabe abgeschlossen war und es wurde still in der Runde. Das blieb einige Sekunden lang so, bis eine Erschütterung des Computers unsere Aufmerksamkeit erregte. Eine Reihe von flackernden Lichtern und Sirenen begannen wie wild zu heulen, was auf irgendeinen Fehler hinwies. Plötzlich tauchte das Saatgut wieder auf und begann mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit zu wachsen. Eine Masse sich schlängelnder grüner Ranken brach aus der Hülle hervor und drückte innerhalb von Sekunden fest gegen das Gehäuse. Sie schwoll im Inneren an und einen Moment später zersprang der Behälter gewaltsam, wobei Glassplitter durch den Raum geschleudert wurden. Ich konnte mich noch gerade rechtzeitig wegducken, aber andere in der Gruppe hatten nicht so viel Glück. Ein Mann, Reginald Diabeck, wurde von einer Scherbe am Hals getroffen. Die Scherbe schlitzte ihm die Kehle auf, sodass eine dicke rote Flüssigkeit aus seiner Speiseröhre floss. Er brach auf dem Boden zusammen, während andere ihm zu Hilfe eilten. Bevor wir ihn erreichen konnten, umrankten ihn die geschwollenen, schlangenartigen Tentakel des Samens, die sich um seinen Hals und seinen Unterleib wickelten. Diabeck gurgelte und seine Augen füllten sich mit Schrecken, als die grünen Pythonwurzeln begannen, ihn zu verschlingen. Ich beobachtete sprachlos, wie sich Diabecks Wunde schloss. Sein graues Haar färbte sich dunkelbraun. Die Falten auf seiner Stirn und die Tränensäcke unter seinen Augen lösten sich innerhalb von Sekunden in seiner Haut auf. Die Mitesser- und Leberflecken auf seinen Wangen folgten bald darauf. Wir alle sahen fassungslos zu, wie der Prozess weiterging und Diabeck rückwärts zu altern schien. Diabeck musste fast 60 Jahre alt gewesen sein, aber in wenigen Augenblicken sah er aus wie ein junger Mann Anfang 30. Dann wurde er ein junger Erwachsener, dann ein Jugendlicher, dann ein Teenager. Diabeck schrie vor Schreck auf, als seine Stimme von einem rauen, sonoren Ton in einen hohen, vorpubertären Schrei umschlug. Sein Körper schrumpfte in seiner Kleidung und seine Gliedmaßen zogen sich in seinen Mantel zurück. Als wir ihn erreichten, war er bereits verschwunden. Wir hatten keine Zeit, ihn zu bestaunen, denn unser Stumpfsinn wurde durch das Ertönen einer Warnsirene des Computers und das Flackern einer Vielzahl von Lichtern unterbrochen, die ein externes Problem anzeigten. Die Anzeige war eine Sicherheitsvorkehrung, die den Computer vor bösartigen externen Quellen schützen sollte. Die meisten von uns dachten, dass die Firewalls des Quantencomputers ausreichen würden, um jeden Einbruchsversuch zu verhindern. Aber anscheinend lagen wir falsch. Einer meiner Kollegen eilte zum Notausschalter. Er war kurz davor, ihn zu betätigen, als er durch einen plötzlichen Schrei von Lundgren gestoppt wurde. Lundgren stand mit tellergroßen Augen und offenem Mund da und starrte auf den Hauptmonitor des Computers. Die Warnanzeige war erloschen und nur noch ein einziger Bildschirm war aktiv. Darauf war ein einzelner Ladebalken zu sehen, der zu etwa 20% gefüllt war. Das konnte nur eines bedeuten. Es wurde etwas heruntergeladen. Wir vermuteten sofort, dass es sich um einen Virus
oder eine andere Art von Schadsoftware handeln musste. Eine Aussicht, die wir aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen des Computers eigentlich für unmöglich hielten. Und doch wurde der Download fortgesetzt. Alle Versuche, das Herunterladen einzuschränken und zu stoppen, blieben erfolglos. Wir tauschten nervöse Blicke miteinander aus und waren hin und her gerissen, ob wir den Stecker ziehen und unsere Schöpfung vor dem feindlichen Angriff retten oder zulassen sollten, dass sie weiterläuft, egal wie es ausgeht. Schließlich gab es einen Anruf der Investoren außerhalb des Raumes, die inzwischen über die Entwicklung informiert worden waren. Sie verlangten, dass der Strom abgeschaltet und die Maschine gerettet wird. Der Computer stellte eine kolossale Investition dar und die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz im Falle eines Schadens wurden nicht auf die leichte Schulter genommen. Widerwillig leistete Lundgren Folge und befahl das Abschaltprotokoll. Es wurde sofort ausgeführt, aber die Maschine schaltete sich nicht ab. Sie lief unaufhaltsam weiter, ohne dass sie durch eine direkte Energiequelle versorgt wurde. Im Labor brach Panik aus und es wurde angeordnet, die Stromversorgung der gesamten Anlage zu kappen. Das geschah innerhalb von Sekunden und der Raum versank in Dunkelheit. Das einzige Licht, das übrig blieb, war das des Hauptmonitors, als der Download die Hälfte der Distanz zurückgelegt hatte. Der Computer ächzte und sorrte unter enormem Druck, während Hunderte von Lüftern zum Leben erwachten und versuchten, die riesige Maschine zu kühlen. Wir blieben zurück und konnten uns keinen Reim auf diese Entwicklung machen. Es gab einfach keine Möglichkeit, dass die Maschine aktiv blieb. Und doch war sie es. Der Ladebalken füllte sich immer weiter auf, angetrieben durch den Treibstoff einer unbekannten externen Quelle. Da wir keine andere Möglichkeit hatten, als den Computer selbst zu zerstören, blieb uns nichts anderes übrig, als auf das Ende des Ladeprozesses zu warten. Einige Minuten später war der Download beendet und der Raum wurde stockdunkel. Wir überlegten einen Moment lang, bevor wir beschlossen, dass unsere einzige Möglichkeit darin bestand, den Computer wieder einzuschalten. Die mysteriöse Datei war beeindruckende 100.000 Terabyte groß, genug, um hunderte von normalen Festplatten zu füllen. Aber für den Quantencomputer war das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sobald die volle Mobilität hergestellt war, füllte eine einzige, nie zuvor dagewesene Eingabeaufforderung den Bildschirm. Unbekannter Dateityp. Möchten Sie die Datei ausführen? Alle Versuche, die Aufforderung zu umgehen, schlugen fehl. Wir haben schnell ein separates Programm auf einem anderen Bildschirm verwendet, um den Ursprung der Datei zu ermitteln. Aber ohne Erfolg. Bei einem Quantencomputer kann man sich nicht mehr hinter einem Proxy oder VPN verstecken. Er verwendet einen auf Algorithmen basierenden Prozess in Kombination mit der Ping-Antwortgeschwindigkeit, um die wahrscheinliche Herkunft mit einer Genauigkeit von 99,999% zu bestimmen. Wir sprechen hier von einer Reaktionszeit, die in einer Millionstel Sekunden gemessen wird. Aber für einen Quantencomputer ist das so einfach wie das 1x1. Sicherlich liegt er einmal in einer Million Versuchen falsch. Aber der Punkt ist, er hat immer eine Vermutung. Dieses Mal erhielten wir jedoch eine neue Meldung. Herkunft der Datei kann nicht bestimmt werden. Lundgren trat einen Schritt zurück, dachte über die Situation nach und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. Da ihm nichts anderes zur Verfügung stand, sah er ein, dass es nur noch eine Möglichkeit gab. Und so gab er einen letzten Befehl. Öffnen Sie sie. Der Computer begann, die Datei zu rendern, was mehrere Minuten dauerte. Sie wurde vollständig im Binärcode dargestellt und schließlich in eine einzige Nachricht übersetzt. Am Ende waren es zwei Wörter in weißer Schrift, die still vor einem schwarzen Hintergrund auftauchten. Ich hätte nie gedacht, dass zwei einfache Wörter eine so nachhaltige Wirkung auf meine Psyche haben könnten.
Diese zwei Wörter haben mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen, was ich je zu wissen glaubte. Wenige Augenblicke später schaltete sich der Computer aus und fuhr herunter. Danach waren wir alle ziemlich fertig. Ich fuhr nach Hause, überwältigt von den Ereignissen und mit einem mystischen Gefühl des Schreckens, das sich tief in meinem Magen festsetzte. Am nächsten Morgen wurde ich von einem der Investoren angerufen. Er teilte mir mit, dass jemand am späten Vorabend in das Labor eingebrochen war und den Betrieb sabotiert hatte. Das Labor wurde angezündet und war bald nur noch ein schwelender Haufen Asche. Und der Quantencomputer war irreparabel beschädigt. Der Täter war im Besitz einer Sicherheitskarte und kannte offenbar das genaue Verfahren zur Demontage der automatischen Sprinkleranlage. Die Polizei hat einen einzigen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Einen Mann, der wie ein neurotischer Chaot wirkte, der mitten in einem wahnsinnigen Nervenzusammenbruch steckte. Er wurde einige Zeit später vor Gericht gestellt, verurteilt und für unzurechnungsfähig erklärt. Er wurde in eine psychiatrische Anstalt in Nordschweden eingewiesen, wo er bis heute verweilt. Der Name dieses Mannes? Henrik Lundgren. Ich habe nie richtig einschätzen können, was an diesem Tag passiert ist. Das Ereignis hat mich auf mehr Arten erschüttert und verwirrt, als ich aufzählen könnte. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder der sein würde, der ich mal war. Es ist einfach unmöglich. Ich kenne die Wahrheit, den Grund für unser kümmerliches Dasein. Wir hatten weit über unseren Tellerrand hinausgeschaut und etwas hatte auf unser Signal geantwortet. Ob es wirklich das war, was wir Gott nennen würden, kann ich unmöglich sagen. Aber nachdem ich gesehen habe, was mit Diabeck passiert ist und was aus Lundgren wurde, kann ich mir kein besseres Wort dafür vorstellen. Ich glaube, Gott ist etwas, das sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Er hält uns alle in seiner Hand und mit einer einfachen Handbewegung würden wir aufhören zu sein. Es gibt keine Liebe, es gibt keine Erlösung. Es gibt nur das, was jenseits des Randes der Realität liegt. Das, was wir nicht verstehen, geschweige denn bekämpfen können. Eines ist auch sicher. Er beobachtet uns und er will nicht, dass wir uns in etwas einmischen, das wir nicht sehen sollen. Wir befinden uns inmitten eines unendlichen schwarzen Ozeans und es war nicht vorgesehen, dass wir weit darauf reisen sollten. Diese letzte Botschaft hätte nicht klarer sein können. Und jedes Mal, wenn ich gedanklich abdrifte, erinnere ich mich an diese zwei einfachen Wörter, die der Quantencomputer in den letzten Augenblicken seiner Existenz übermittelt hat. Kehre um!